Hallo und willkommen zurück zu Echo. Ja, ich habe in der letzten, beziehungsweise zwischen den Folgen, seit der letzten Folge ein bisschen weitergebaut. Ich glaube, Quincy hat euch das auf seinem Channel auch schon gezeigt. Der Weg ist hier oben jetzt fertig. Wir kommen jetzt von unserem Geheimlabor, was keins mehr ist, weil dort irgendjemand unsere Tische rausgeklaut hat. Ich habe nur keine Ahnung, wer. Quincy war es nicht, ich war es nicht. Kann natürlich auch im Rahmen eines Updates vielleicht entfernt worden sein. Ich habe keine Ahnung, warum da nichts mehr drin steht. Auf jeden Fall ist mir das zwischen den Folgen aufgefallen. Doof. Aber so ist das nun. Und was mir auch aufgefallen ist, seitdem wir hier runterkommen, wird hier die Textur erst geladen, wenn wir schon drüber fahren. Das ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, damit können wir noch einigermaßen leben, oder? Was ich jetzt machen wollte, deswegen fahre ich gerade mal wieder zurück. Mit dem Bollerwagen, wie man sieht. Also sieht das echt aus wie im Baumarkt. Holzhandel Habermann hier hinten. Ja, ich war fleißig, wie man sieht. Okay. Na gut, hat ein paar Stunden gedauert, aber das sind jetzt eigentlich nur die Bäume, die mir da im Weg standen von dem Weg. Und der Rest war eigentlich nur ganze Zeit vom Erde klatschen und Steine kloppen von dem Weg. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Also viel habe ich wirklich nicht getan. Gut, was wollte ich machen? Ich wollte mir für oben wieder alles neu bauen. Und zwar fangen wir mal an mit einem... Ja komm, fangen wir gleich mal mit dem Reparaturtisch an. Zimmermannstisch, den brauchen wir auch wieder. Steinmetztisch brauchen wir. Forschungstisch. Was haben wir noch? Na, eine Werkbank. Ja, ganz richtig. Und wo haben wir den anderen? Ich glaube, den anderen konnten wir nur aus dem Steinmetz oder aus dem Forschungstisch. Ne, aus dem Steinmetztisch oder dem Zimmermannstisch, glaube ich, craften. Das war diese Wägerei, glaube ich. Womit wir die großen Wagen gebaut haben. Sonst hätte ich die ja jetzt nicht. Also ich hab das ja alles gebaut. Mann. Und wie ich sehe, hat Quincy auch schon das Haus ein bisschen vorangetrieben. Ich bin zwischendurch vorhin online gekommen, weil er hat mich vorhin angeschrieben und hat gesagt, ich komme nicht auf den Server drauf. Und naja, das lag daran, weil wir mittlerweile schon bei der Version 7.4.2 sind, glaube ich, ist das. Ja, 7.4.2. Und das liegt daran, dass es nach dem gestrigen Patch noch einen Patch gab. Was der bewirkt hat, das weiß ich nicht, das wurde nicht mitgeteilt. Aber ich bin schon froh, dass sich so gut gekümmert wird. Finde ich toll. Wie ist er schon fertig? Schon fertig? Hallo? Irgendwas fehlt. Ach, Steine. Wieso fehlen Steine? Sind doch hier. Da keinen Zugriff drauf wetten. Manu. Steine, 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 Steine. Dödödödö. Ja. So, jetzt. Jetzt kannst du schön Steine kloppen. Das wäre ja was gewesen. Hätte ich mich verdrückt, hätte mich gewundert, warum wird denn das nicht fertig? Gut, was machen wir in dieser Folge? Diese Folge wollte ich eigentlich mal wieder ein bisschen das Haus da oben wieder. Da oben. Baustelle. Wollte ich ein bisschen fertig machen. Das heißt, wieder mit den Tischen schön auskleiden. Hier könnte ich jetzt eigentlich weiterbauen. Ich weiß nicht, warum man hier so große Öffnungen gelassen hat. Ob das jetzt Fenster werden sollen oder ob er da einfach nur noch nicht die Wand fertig gesetzt hat. Ich habe keine Ahnung, was er hier vorhat. Aber ich muss feststellen, das Haus ist ganz schön klein. Na, Gott sei Dank habe ich hier nebenan noch ein bisschen Bauplatz noch freigemacht. Finde ich toll. Naja. Da bin ich mal gespannt der Dinge, die da noch kommen. So. Eins ist, glaube ich, fertig geworden. Da fehlt doch wieder irgendwas. Missing. Ah, ja, natürlich. Das haben wir woanders. Das haben wir da drin. Und dieser war es. Ja.
6 Stück. 6 nur. 6. So. Wir haben ja alles da. Ist ja nicht so, dass nichts da ist. Es ist nur halt weitläufig verteilt. So, mal gucken, was brauchen wir für den nächsten. Oder sind wir dann schon fertig? Ich glaube, wir sind dann schon fertig damit, mit der ganzen Krafterei. Das wäre echt toll. Ja, toll. Cool. Geil. Das war's. Das heißt, wir können da oben wieder ausstatten. Und dasselbe brauchen wir nochmal hier unten. Könnte ich eigentlich auch noch meinen Auftrag geben. Ich glaube, das mache ich auch nochmal schnell. Ich verwechsel dauernd den Reparaturtisch mit der Werkbank. Okay, dann machen wir es nochmal. Ja, dann. Zimmermannstisch. Steinmetztisch. Reparaturstation haben wir. Forschungstisch. Und die anderen beiden haben wir ja. Werkbank, genau. Gut, alles klar. Dann landet das dann da drin. Ist jetzt hier irgendwas dabei, was war, wo uns irgendwas fehlt? Ja, wieder diese Krösel. Dann nehmen wir mal dieses schöne kleine Froschgekrösel mal hier wieder raus. 6 Stück. Zack. Wohin? Weiß ich jetzt nicht. Müssen halt erstmal kurz tauschen. Ja, ist ja gut. Nochmal. So. Okay, alles klar. Gut. Ist wieder in die Kiste. Wir schmeißen den Kram gleich in den Wagen rein. So. So, in unseren Hagebaumarkt. Habe ich mal so genannt, weil es jetzt tatsächlich aussieht wie im Baumarkt. So. Das kann man jetzt nicht gleich da reinziehen, oder? Es geht nicht. Oder geht das? Geht das vielleicht? Ach, das geht sogar. Das ist so toll. Das ist super. Wollen wir gleich nochmal was daraufhin nochmal fressen. Nimm doch mal das Overlay da weg. So, haben wir den. Ein bisschen Obst und das war's. 120. Naja. Ja, und das ist auch neu. Das macht auch seit gestern die Wölfe, die ziehen so komische Streifen. Ich habe nur keine Ahnung warum. Ist alles sehr performant hier. Na, und zack. So, ein weiterer Wolf für unsere Haustierkiste. So. Können wir eigentlich mal wieder ein bisschen was braten. Ein bisschen. Moment. Die Wölfe sind ein weiter. Können wir nochmal zwei Wölfe nochmal backen? Machen wir das? Zwei Wölfe überbacken, bitte. Hallo? Wolf. Campfire-Wolf. Da haben wir eine. 11 nicht. 10. 30 Fleisch, 20 Fett. Träumchen. Toll. Nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Fleisch raus. Also 34. Das geht dann schon. Und nochmal ein bisschen Fett. Das schmeiße ich mir auch immer jeden Abend mal kurz ein bisschen in den Hals rein. Gut. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt wieder nach oben. Hier unten haben wir nichts, was wir hier mitnehmen können. Nee. Kohle haben wir hier ein bisschen wenig, ne? Aber ja, habe ich gesehen, da haben wir oben noch ein bisschen. Die werden wir wahrscheinlich auch oben benötigen. Davon brauchen wir hier unten gar nicht mal so wahnsinnig viel. Ja, das habe ich da noch nicht rausgeholt. Muss ich auch noch machen. Da muss ich hier noch ein bisschen die Umgebung noch angleichen, dass es auch ein bisschen natürlich aussieht, wie in den Fels, in den Waldboden reingeschlagen. Die schönen Rampen. Und ich habe jetzt vergessen, das Straßenwerkzeug zu machen, aber ist auch egal. Das können wir auch gleich oben machen. Und es ist schon wieder Nacht. Ach. Gut. Es ist Nacht, mein Rucksack ist voll.
Und da kommt schon der nächste Wolf. Der böse Wolf. Stehen bleiben. Gut. Artiges Hundi. So. Das hier wird auch noch ein bisschen ausgebaut. Das bleibt nicht so. Die Erde kommt dann auch noch ein bisschen weg. Das mache ich zwischen den Folgen. Das will ich euch alles gar nicht antun. Jetzt müssen wir erstmal unser Inventar mal ein bisschen leer machen. Haben wir noch Platz? Ein wenig. Ein wenig Platz haben wir noch. Aber nicht allzu viel. Moment, dann machen wir mal so. Toll. 25 Bretter. Mehr Kraft habe ich nicht mehr. Jetzt? Juhu, zwei Bretter mehr. Wahnsinn. Okay, dann, ja. Tja, was macht man da? Ich stelle erstmal die Dinger auf. Oder? Ja, würde ich sagen. Ich stelle erstmal die Tische schnell auf. Zack. Einmal dahin ziehen, dann hier runterziehen. Die Rampen brauchen wir gerade nicht. Gut, dann ist da auch alles drin. Gut, ist der Karren wieder leer. So, wo stand denn der stand draußen? Stand der draußen? Kann eigentlich auch hier drin stehen, ne? So. Wäre hier so in der Ecke? Schmeißen wir noch. Ach nee, stimmt, der muss ja ans der muss ja ans Holzlager dran. Der braucht ja das Holzlager in der Nähe. Toll, schöner Ausblick. Auf schönen Waldmutterboden. Toll. Welcher war das jetzt? Weiß ich nicht mehr. War das der? War das der? Ich glaube, das war der, oder? Nee, das ist der Reparaturtisch. Oh, ich wünschte mir, das würde angezeigt werden. Das ist der Zimmermannstisch. Ist er richtig rum? Der ist, glaube ich, so richtig rum. Ja. So, kommt der dahin? Dann der Steinmetztisch. Der stand hier, glaube ich. Das ist die normale Werkbank. Die stand draußen. Die stand draußen. Die kann auch draußen stehen bleiben. Aber die stellen wir jetzt... Hier oben gehörten die. So rum. Die stellen wir jetzt mal hier so hin. Genau. Da klopft sie schon ganz begeistert los. Finde ich toll. So, Reparaturtisch, der kann eigentlich auch draußen stehen. Den brauchen wir auch nicht hier drin. Aber wo soll der hin? Wo soll der stehen? Der kann ja eigentlich erstmal da stehen, oder? Ja, eigentlich kann er erstmal dahin stehen. Dahin stehen. Was haben wir hier noch? Ah, der Research Table. Dafür brauchen wir, glaube ich, nichts großartig. Oder können wir halt auch das reinschmeißen, was wir dafür brauchen? Und der stand ursprünglich hier. So. Genau. Müssen wir jetzt nochmal alles researchen? Nee, müssen wir nicht. Metzgerhandwerk. Metzger würde ich gerne lernen. Ja, nur habe ich gerade keinen Bison am Start. Und hier oben auch leider keinen Elch, beziehungsweise einen Hirsch und kein Karnickel. Obwohl ein Hirsch sehe ich da gerade sich draußen tummeln durchs Fenster. Maurerarbeiten würde ich auch gerne machen. Close. Bauholz könnte man machen, aber dafür brauchen wir Barren, Eisenbarren. Die können wir noch nicht herstellen. Papierherstellung, ganz, ganz toll. Mortared Stone. Den können wir allerdings herstellen. Ne, hier mit Steinbau, genau. Achso, stimmt, da war ja was. Ja. Steinbau können wir. Warum können wir das eigentlich noch nicht? Hä? Das müssen wir auch schon können. Och, Ölbohrung, nein, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Holzbau haben wir schon. Steinbau.
Kupfer, Eisen, Mortar Stone, Mortar Stone können wir unten machen. Das können wir, glaube ich, hier oben aber auch schon machen. Na komm, dann ordern wir das mal das und das. Chad Karmas Bulb. Die habe ich noch nicht gefunden. Okay, jetzt brauchen wir dafür Mortar Stone. Mortar. Gut, da haben wir das drin. Jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Mortar Stone, der müsste eigentlich hier drin verfügbar sein. Steinziegel. Ach, hier, das ist Mortar Stone. Gut, da brauchen wir 4 von. So, jetzt müssen wir mal ordern. Lagerplatz. Natürlich. Ganz unten wahrscheinlich. Nee, hier ist er. So. Den freigeben und den auch. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles dafür. Ich glaube ja. Sieht gut aus. Ja, super. Perfekto. Was brauchen wir noch dafür? Weiß ich gerade nicht. Lagerplätze vielleicht auch mal hier freigeben. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oh toll, wie ich gerade sehe, kommt da an den Stein da hinten gar nicht dran. Gott. Dieses Ding hier, Alter. Sind ja mittlerweile auch bloß fast 3 volle. Hm. Okay. Hole ich mir mal hier diesen Mortischer Stein mal hier raus. Den Mortarstein. So, Mörtelstein. Warum laufe ich jetzt eigentlich so rum? Ich weiß es nicht. So, da hinein. Was haben wir geordert? Stone Construction. Okay. Wie viel da gebraucht wird, das steht ja jetzt gerade nicht. Stone Construction. Stone Construction. Steine. Steinbau, genau. Steinbau war das. Da braucht man nur die Steine für. Und dann war es Schmelzen, oder? Smelting, ja genau, Schmelzen. Eisen, Kupfer. Gut, Holz haben wir da. Kann ich gleich noch 2 holen. Was normale Bauholz da? Ne, haben wir gar nicht. Oh, 2 Bauholz. Oder 4. Ja. Bin schon dabei. Ich gebe schon alles frei. Zack. So, der kommt wieder ganz nach oben. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Zeit tierisch unübersichtlich wird hier. Schon fertig? Das ist so toll. Oh, da waren noch welche drin. Oh, okay. Wir haben mal so ein 15er Stack auf die Hand. Ich weiß, so viel brauchen wir nicht. 2. Ja. Lohnt sich ja richtig. Okay, dann kommt das wieder da drauf. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin so vergesslich. Ich sollte mir hier irgendwo mal so einen Notizblock mal hinhängen. Mit den Aufgaben, die ich machen wollte. Ach ja, stimmt. Ich wollte das Stockpile da wollte ich wegmachen. Denn nur wohin? Hier oben haben wir gerade keine Möglichkeit dazu. Im Gegenteil, wir brauchen sogar noch welche. Oh, wie ich gerade sehe, haben wir hier Kupfer. Da brauchen wir noch ein bisschen. Oh. Kleiner armer Mann. So. So, haben wir hier auch noch irgendwo Eisen? Eisen, keins. Gold, Kupfer. Kupfer, aber kein Eisen. Dafür ist da drüben noch ein bisschen Eisen. Kupfer, Gold. Gold gibt es hier wirklich reichlich. Das ist sehr schön, nur halt gerade ungünstig, weil wir gerade kein Gold brauchen.
Okay, b-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